Bonjour, ihr Lieben. Schaut mal, das ist doch der Knaller, oder? Ich habe heute eine ganze Schale voll Kieselsteine. Sammelt ihr auch so gerne Steine? Also das sind tatsächlich einfach Kieselsteine aus dem Garten. Am besten nehmt ihr da so helle Steine. Und mit diesen Kieselsteinen, die man einfach draußen sammeln kann, können wir ein richtig leckeres Brot backen. Schaut mal, so soll es am Schluss aussehen. Abgefahren, oder? Und tatsächlich hat man zu biblischen Zeiten so Brot gebacken, Fladenbrot auf Steinen. Und auch heute machen das die Beduinenvölker zum Beispiel noch ganz genauso. Also, wie geht es? Wie funktioniert das? Als erstes braucht ihr die Steine. Und damit wir die so verwenden können, damit wir damit tatsächlich was Essbares drauf backen können, müssen die natürlich richtig sauber gemacht werden. Wie das funktioniert, das findet ihr ganz genau beschrieben im Rezept von diesem Fladenbrot auf unserer Internetseite. Ja, wie geht es mit dem Fladenbrot? Dafür brauchen wir einen Hefeteig. Und ganz wichtig, beim Hefeteig ist ganz viel Geduld und ganz viel Zeit, denn der muss gehen. Also, wir kneten einen schönen Teig aus Mehl, Wasser, Hefe, ein bisschen Salz und ein bisschen Öl. Wie gesagt, die ganz genauen Zutaten stehen im Rezept auf der Internetseite. So, und dann knetet ihr einen richtig schönen Teig, richtig schön durchkneten. Und dann lasst ihr ihn an einem warmen Ort gehen, ganz in Ruhe gehen. Ungefähr, ja, also eine halbe Stunde mindestens, denke ich, vielleicht auch noch länger. Also der Hefeteig, der braucht wirklich ein bisschen Zeit und Geduld. Das ist nichts, was man so schnell mal in 5 Minuten machen kann. Und der Teig sollte sein Volumen ja verdoppeln. Also wenn ihr dann wieder reinguckt in die Schüssel, sollte die richtig schön voll sein mit Teig. Dann wird der Teig nochmal richtig schön durchgeknetet. Am besten geht das, wenn ihr euch schön Mehl an die Finger macht. Deswegen sehen meine Hände auch schon so richtig schön vollgestaubt aus. Und dann formt ihr hier so kleine Teiglinge. Das habe ich schon mal für euch vorbereitet, damit wir hier gleich weitermachen können. Auch jetzt mache ich mir nochmal richtig schön Mehl an die Finger und auch an mein Nudelholz. Und wenn unsere Teiglinge ein bisschen nochmal gegangen sind, dann werden die ausgerollt, sehr schön ausgerollt, und dann legen wir den ganzen Fladen auf die Kieselsteine. Jetzt kommen unsere Kieselsteine zum Einsatz und die sind, wie gesagt, ganz blitzeblank sauber gewaschen und auch schon mal ganz heiß im Ofen gebacken, dass sie einfach wirklich ganz sauber sind und auch geölt, deswegen glänzen die so schön. So, und jetzt kommt unser Teig da drauf. Und jetzt seht ihr schon so ein bisschen die Hubbel, die dann entstehen. Und ja, nach der Backzeit im Ofen kommt dann tatsächlich so ein cooles Fladenbrot raus. Und das riecht köstlich. Also ich glaube, ich kann nicht widerstehen. Ich mache mir direkt ein Stück ab. Und ich habe mir noch so einen kleinen Kräuterquark dazu gemacht. Und damit kann man das so rein dippen und schmeckt es richtig lecker. Ich muss auch direkt davon probieren. Köstlich. Und jetzt ab in den Ofen und euch viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.